Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Schön persönlich. Unser heutiges Thema ist die innere und die äußere Schönheit. Kann Schönheit von außen beeinflusst werden oder ist es ausschlaggebend, von innen etwas zu tun? Mein heutiger Gast, Anna-Helena Dombey, sie arbeitete von der Nordseeküste und ist in der Schweiz gelandet, schon eh und je in der Kosmetik. Herzlich willkommen, Anna-Helena. Hallo. Schön, dass du hier bist und dass du bereit bist für ein Interview über Schönheit. Du bist ja bei uns im Stairway to Beauty Institut in Luzern-Adlingswil tätig als Kosmetikerin. Aber du hast ja noch ganz viele andere Berufe eigentlich gelernt. Mhm. Was ist halt dein Hintergrundwissen heute? Mein Hintergrundwissen heute, ich bin gelernte Kosmetikerin, medizinische Fußpflegerin, Thalassotherapeutin, dieses ich oben auf der Nordseeinsel gelernt habe, sowie halt auch Heilpraktikerin. Das habe ich damals in meiner Heimat zusätzlich noch studiert. Wie viele Jahre bist du denn jetzt insgesamt im Bereich der Schönheit tätig? Ich war damals 17. 32 Jahre. 32 Jahre im Dienste der Schönheit. Ja. Und hast nach wie vor Freude an dem Beruf? Absolut, absolut. Im Laufe deiner Karriere hast du ja diese verschiedenen Berufe, sag ich mal, Therapien gelernt, gemacht. Was ist das, wo du am meisten Freude hast eigentlich? Oder gibt es gar nicht so einen Spezialbereich? Eigentlich nicht wirklich, weil das ist halt so ein Mix und Match. Also das macht mir alles eigentlich Spaß. Egal, ob das Gesichtsbehandlungen sind, ob das die medizinische Fußpflege ist, ob das Ganzkörperbehandlungen sind, ob das Straffungsbehandlungen sind, Zellulitbehandlungen oder aber halt auch in die Psychologie eingehend. Eigentlich macht mir alles wirklich Spaß, so von jedem. Mal immer mal wieder was tun, das bringt schon Freude. Diese 32 Jahre Kosmetik, da ist ja vieles passiert. Ich sag mal, ich bin ja selber auch lange in der Branche tätig. Und ich weiß noch, früher hat kein Mensch interessiert, was für Inhaltsstoffe da drin ist. Man wollte nur wissen, wie eine Creme wirkt. Mhm. Was ist für dich am meisten verändert im Alltag gegen früher? In der Kosmetik allgemein, dass immer mehr junge Menschen kommen, im Gegensatz zu damals. Damals waren es eher so ab Mitte 30, 40-jährige Damen hauptsächlich. Die Altersklasse hat sich ein bisschen nach vorne geschoben. Also die Kunden werden immer jünger, zudem auch männliche Kunden. Und es wird auch viel, viel mehr mit apparativer Kosmetik gearbeitet. Also die Medizin ist ja mittlerweile so weit oder auch die Kosmetikindustrie ist mittlerweile so weit, dass man die apparative Kosmetik sehr gut einsetzen kann und wahnsinnig gute Effekte dadurch erzielen kann, wie bei der Radiofrequenz, die Mikrodermabrasion, Microneedling, Sauerstoffbehandlung. Das hat sich eigentlich extrem geändert im Gegensatz zu damals. Damals war es eher so diese klassische Kosmetik. Würdest du sagen, wenn heute jemand zur Kosmetik geht, weil er jünger, frischer, strahlender aussehen will, braucht es Geräte oder ist es einfach ein moderner Schnickschnack? Nein, das ist absolut kein moderner Schnickschnack. Was heißt, braucht es die Geräte? Die Geräte tragen natürlich schon extrem dazu bei, für eine schnellere, effektivere Besserung oder generell überhaupt, um so eine Besserung zu bekommen. Das kann die klassische Kosmetik überhaupt gar nicht, weil man geht ja viel tiefer in die Hautschichten. Das kann man mit der klassischen Kosmetik gar nicht erreichen, wie jetzt zum Beispiel bei einer Radiofrequenzbehandlung, wo die Kollagen- und Elastinfasern dazu angeregt werden, aktiver zu werden oder generell überhaupt aktiv zu werden, sich zu regenerieren und zu straffen. Das kann man mit der klassischen Kosmetik niemals erreichen. Kann denn jedes Gerät für jeden eingesetzt werden? Nein. Es kommt immer ganz darauf an, auf die Kunden, was den gesundheitlichen Zustand betrifft, ob die zum Beispiel Herzschrittmacher oder ob die vielleicht Metalle im Körper haben, also Implantate haben oder ob sie vielleicht eine Chemotherapie gerade hinter sich haben oder. Also es ist immer, nein, das ist nicht für jedermann leider nicht geeignet.
Das muss man aber vorher halt abschätzen, ne? Und fragen. Und der Kunde erfährt es dann im Institut oder muss er vorweg schon wissen, was er darf und was nicht? Genau, also das werde ich dem Kunden natürlich vorher schon sagen. Wenn er mich darauf anspricht, auf eine bestimmte Gerätebehandlung, dann stelle ich natürlich Fragen, ob das und das okay ist, ob der gesundheitliche Zustand völlig top und in Ordnung ist. Und wenn nicht, dann muss ich ihm davon leider abraten. Du hast ja ganz im Norden gearbeitet, an der rauen Nordseeküste. Und ich sag mal jetzt nicht in den rauen Bergen, weil Luzern ist ja nicht gerade oben in den Bergen, aber wesentlich südlicher. Sind denn die heute sehr unterschiedlich von Menschen, die im Norden leben oder mehr in unserer Region? Schon ein bisschen, schon. Also oben im Norden sind die heute natürlich ein bisschen empfindlicher durch den rauen Wind, durch die Kälte. Meist ist es ja wahnsinnig windig oben und das trocknet natürlich schon sehr aus. Durch die Kälte nochmal findet eine andere Durchblutung statt in der Haut und deswegen haben meist die Menschen oben im Norden etwas empfindlichere Haut wie hier unten im Süden. Ja, ist ja auch eine ganz andere Luft, was heißt eine ganz andere Luft, aber man hat schon eine Differenz von der Luft. Oben sind halt die ganzen Mineralien noch extrem in der Luft, die auch nochmal bestimmte Wirkungen auslösen. Wie würde denn in deinen Augen als Expertin so eine schöne Haut aussehen? Wie? Gesund. Wie sieht eine schöne Haut aus? Ja, und was ist gesunde Haut? Gesunde Haut ist gut durchblutet. Gesunde Haut hat ein ebenmäßiges Porenbild. Gesunde Haut tendiert nicht wirklich extrem zu Unreinheiten, hat keine kleinen roten geplatzten Äderchen, also hat keine Anomalien. Das ist eine gesunde Haut. Und kann ich zu dem Zustand rein durch Pflege kommen oder muss ich auch andere Sachen beachten? Auf jeden Fall. Die Pflege ist schon sehr, sehr wichtig, dass die Haut ausreichend oder richtig gereinigt wird. Zudem halt auch gepflegt wird mit einem Serum oder einer Ampulle und dementsprechend halt Tages- und Nachtpflege. Zwischenzeitlich mal Masken und ein Peeling. Aber natürlich spielt die innere Schönheit, wie man so sagt, auch eine riesengroße Rolle. Also die Ernährung ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, man muss natürlich schon schauen, was man isst. Denn wenn man sich jetzt völlig ungesund ernährt, dann spiegelt es letztendlich in der Haut wieder. Mhm. Also schon ausgewogen ernähren, ballaststoffreich, vitaminreich. Gut, da kommt deine Ausbildung als Heilpraktikerin natürlich zum Tragen, ja, dass du dich sehr gut auskennst. Weil wenn ich richtig informiert bin, spiegelt ja das Gesicht in verschiedenen Regionen verschiedene Organe. Ja. Und nehmen wir mal so ein Beispiel, wenn ich auf den Wangen Probleme habe mit Unreinheiten, schuppig, trocken, und ich kriege das mit Cremes nicht in den Griff. Woran könnte das dann liegen? An den Wangen schuppig trocken, das kann mehrere Faktoren haben. Meist ist es im Wangenbereich so, wenn die Menschen zum Beispiel Unreinheiten haben im Wangenbereich, ja, dann liegt es meist an einem Bakterienungleichgewicht im Magen-Darm-Trakt. Das ist der Bakterienhaushalt. Nicht im Gleichgewicht steht im Magen-Darm-Trakt, dass man vielleicht Helicobacter-Bakterien hat, Escherichia coli, das ist immer unterschiedlich. Also wenn der Bakterienhaushalt im Magen-Darm-Trakt nicht passt oder wenn man extrem übersäuert ist, dann tendiert man auch schon eher zu Unreinheiten im Wangenbereich. Mhm. Trocken und schuppig würde ich eher sagen, falsche Pflege. Okay. Ja, oder zum Beispiel im Kinnbereich, wenn was meist Frauen betrifft, im Kinnbereich zu Unreinheiten tendieren, dann ist es meist hormoneller Natur. Geht es denn meistens darum, dann, wenn Organstörungen, sage ich jetzt einfach mal bildlich, vorliegen, dass es dann Unreinheiten in den Regionen gibt? Also nicht verstärkt Fältchen oder Schüppchen, also es geht immer in Richtung Unreinheit. Genau, es geht immer in Richtung Unreinheiten. Okay. Wie zum Beispiel hier in diesem Bereich unterhalb der Mundwinkel sind es dann meist die Nieren, dass man dann vielleicht zu kleinen Zysten tendieren kann. Das kommt immer ganz darauf an, ja. Wangenbereich, Magen-Darm-Trakt. Also es ist ja viel auch, wie du sagst, von der Ernährung abhängig. Ja. Aber wenn sich jetzt zum Beispiel jemand gut ernährt und so weiter, genügend trinkt, nimmt schon Kosmetik und hat trotzdem noch so ein bisschen Hautprobleme, was für Nahrungsergänzung wird denn da empfohlen? Bleiben wir mal auf der Wangenpartie, die Unreinheiten der Wangenpartie, des Magen-Darm-Bereich.
Was empfiehlst du da zum Beispiel, worauf man besonders in der Nahrungsergänzung achten sollte? Also wenn man sich seiner Meinung nach schon gesund ernährt, ausgewogen ernährt, ballaststoffreich, vitaminreich und immer noch die Unreinheiten im Magen-Darm-Trakt hat, dann, wie gesagt, kann es halt der Bakterienhaushalt sein, der durcheinander ist. Dann würde ich vielleicht Bifidobakterien mal versuchen zu mir zu nehmen. Oder vielleicht auch mal einen Arzt konsultieren, dass er dann einfach mal einen Test macht, wie sieht es eigentlich aus bei mir im Magen-Darm-Bereich. Jetzt habe ich diese Pickelchen auf der Wange und komme zur Kosmetik und will das schnell weg. Welches Gerät käme denn jetzt zum Einsatz? Welches Gerät? Es kommt darauf an, ob Entzündungen vorhanden sind oder nicht oder ob es halt extrem vernarbt ist. Wenn ich jetzt kleine Unreinheiten habe, dann reinige ich sie erstmal natürlich aus. Wenn es kleine Mitesser sind, dann reinige ich diese ohne Gerät aus. Aber wenn ich jetzt sehe, dass die Haut extrem verhornt ist, dass ich halt auch noch ein bisschen mehr an Schuppenbildung habe, dann würde ich zum Beispiel eine Mikrodermabrasion empfehlen, dass ich die oberste Haut so ein bisschen anschleife und dass die Haut sich dadurch regeneriert und glättet und ein ebenmäßigeres Porenbild zum Vorschein kommt. Wenn jetzt jemand zu dir in das Stairway to Beauty Institut kommt, das erste Mal, klar analysierst du die Haut, empfiehlst wahrscheinlich auch, was für Techniken für den Hauttyp interessant sind in der Behandlung? An Geräte. Und wie läuft es später weiter ab? Ich meine, von einer Behandlung habe ich ja keine andere Haut. Ja. Was empfiehlst du im Rhythmus zum Beispiel? Wie oft soll man nachher zu einer Behandlung gehen? Also man sagt, in jungen, gesunden Jahren regeneriert sich der Körper alle 28 Tage, da findet die Zellteilung statt und somit würde ich das dann halt auch alle 4 Wochen empfehlen. Also einmal im Monat, also maximal 6 Wochen. Dann habe ich eine schöne Haut, egal was ich zu Hause mache. Natürlich ist es wichtig, dass man zu Hause halt auch noch unterstützend die passenden Pflegeprodukte benutzt. Ja. Ist es denn wichtig, wenn man über passende, richtige Pflege redet, dass ich als Verwender nicht sage, ich nehme die Marke in Reinigung und dann nehme ich wieder eine exklusive Marke für Serum? Wie wichtig ist die Einheit der Pflege zu Hause? Sehr wichtig, weil die Produkte schon meist aufeinander abgestimmt sind, beziehungsweise die Wirkstoffe, die halt in den Produkten enthalten sind. Und man kann schon von einer Marke, ich sage jetzt mal wie die Rolf Sterr Marke, kann man schon verschiedene Produkte aus verschiedenen Serien kombinieren. So dieses Mix and Match. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer sehr unreinen Haut tendiere, wo ich der Meinung bin, ich möchte sie regenerieren, ich möchte ein glatteres Hautbild bekommen, dann würde ich zum Beispiel die Säureprodukte empfehlen, die AHA Cleansing aus der Dermo Special Serie plus ein Tonic aus der Impure Skin Serie. Und da muss man halt schauen, nehme ich dann ein Fluid aus der gleichen Serie, wie ich das Tonic habe aus der Impure Skin Serie, oder nehme ich vielleicht jetzt einfach mal einen Hydration Booster, dass die Haut ausreichend Feuchtigkeit in der Tiefe bekommt und dann vielleicht eine leichte Feuchtigkeitspflege. Das ist dann aber auch immer so individuell abschaubar oder einsetzbar, einstellbar, genau. Ich bin jetzt, klar, aufgrund meiner Geschichte in der Kosmetik, ich sage immer so ein Beauty-Junkie, ich nehme alles Mögliche, also schon aus einer Marke, logisch die eigene, aber ich nehme eine Ampulle, ich nehme Serum, ich mache alles Mögliche. Kann man in deinen Augen eine Haut überpflegen oder kaputt pflegen? Absolut. Das heißt, wo ist für einen Verbraucher eigentlich das Maß? Was sollte er mindestens machen? Was er mindestens machen sollte, ist sich abreinigen, zwischenzeitlich peelen. Es gibt verschiedene Peeling-Produkte. Für jeden Hautzustand ein anderes Peeling-Produkt, das muss man halt schauen. Ein Tonic nochmal, um aufzufrischen, um die danach folgenden Pflegeprodukte auch besser einarbeiten zu können. Was zudem auch sehr empfehlenswert ist, eine Ampulle oder aber ein Serum sowie eine Tages- und eine Nachtpflege und halt alles auf den Hautzustand abgestimmt. Wenn sich die Haut alle 28 Tage erneuert und ich alle 28 Tage zur Kosmetik gehe, muss ich trotzdem zu Hause ein Peeling machen? Würde ich machen. Das würde ich schon einmal die Woche durchführen, ja.
sowie auch einmal die Woche eine Maske auftragen. Und jeden Tag ein Serum. Also wenn ich dich richtig verstehe, macht es Sinn, wenn man die Marke XY verwendet, dass man auch bei dieser Marke bleibt und so ein ergänzendes Produkt aus derselben Marke nimmt. Jetzt bin ich unzufrieden mit der Marke. Jetzt habe ich so das Gefühl, nein, es ist nicht das, was ich mir versprochen habe. Und jetzt will ich wechseln. Wie löst man das, wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht so ein großes Portemonnaie habe und auf einen Schlag eine ganze Linie kaufen mache? Kann man Step-by-Step wechseln? Kann man Step-by-Step machen, ja. Man kann ja nicht alles auf einmal dann in den Mülleimer schmeißen und komplett neu eindecken, wenn das Portemonnaie dafür gerade nicht das hergibt, was man dafür braucht. Das kann man schon machen, aber dann würde ich schon schauen, dass ich dann wenigstens die Reinigung von einer Serie oder von einer Marke habe und aber auch die Pflege von der anderen Marke, dass ich das wenigstens habe und dass die Pflege also sich ergänzen und kann. Also Tonic zusammen genau, sozusagen. Genau, ja. Was ist für dich das A und O, was man wirklich machen muss? Was ist fast wichtiger, das Serum, die Creme oder die Reinigung? Sowohl was ist das als Wichtigste? Auch, sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja, sowohl als auch. Also das sollte sich schon alles miteinander ergänzen können, ja. Jetzt gibt es ja auf dem Markt unzählig viele Produkte und ich sage immer, Menschen wie wir, die kennen sich aus, für die ist das selbstverständlich. Mhm. Aber wieso soll ein Mensch eine Creme und ein Serum benutzen? Die Creme verspricht ja schon recht viel in der Werbeaussage. Das ist auch so, was sie verspricht, wenn es ein gutes Produkt ist. Der Unterschied zwischen Serum und Creme ist ganz einfach, dass das Serum ist flüssiger. Das ist da halten sich die wasserlöslichen Wirkstoffe besser. Das heißt also, ich habe einen viel intensiveren Effekt durch ein Serum, also einen Soforteffekt auch durch ein Serum. Und die Creme, die kommt drüber, die muss drüber, weil das Serum zieht ein, ja. Und die Creme kommt drüber, die Tages- sowie auch die Nachtpflege. Und hat dann nochmal eine andere Wirkung, hat eine schützende Funktion, hat eine regenerierende Funktion, hat eine vitaminspendende Funktion. Das heißt, man könnte auch simpel sagen, Serum ist höher konzentriert im Wirkstoff grundlegend. Zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Und wenn ich jetzt auf Reisen gehe, das ist natürlich ein Riesenthema, wenn ich höre, was in deinen Augen als tägliches Ritual gemacht werden soll, dann brauche ich ja schon einen extra Koffer für die Schönheit. wo sagst du, ja, okay, das ist vorübergehend akzeptabel, aber als Dauer nicht empfehlenswert. Genau, also für kurze Zeit, wenn ich jetzt einfach mal eine Woche irgendwo in den Süden oder wo auch immer hinfliege, dann kann ich auch das Micellarwasser mitnehmen. Also das ist eine Reinigung, wo ich das Augen-Make-up mit entfernen kann, aber halt auch meine Haut so reinigen kann, genau. Und bei der Creme ist es akzeptabel zu sagen, okay, im Urlaub nehme ich nur eine Creme. Das ist absolut akzeptabel, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, wo man hinfliegt, wie sind die Bedürfnisse dann. Ne? Bin ich jetzt im Norden, wo es richtig kalt ist vielleicht, oder hier unten in der Schweiz im Winter, da nehme ich dann schon etwas Reichhaltigeres mit, wie zum Beispiel dann halt eine Nachtpflege, die halt ein bisschen intensiver ist, vom Schutz her gesehen auch und vom Fettkörperchen her gesehen. Und wenn ich jetzt in den Sommerurlaub fliege, dann würde ich einfach eine leichte Feuchtigkeitspflege mitnehmen, sowohl für den Tag als auch für die Nacht. Jetzt habe ich keine Zeit, in Urlaub zu gehen, sehe völlig müde, fahl, bisschen grau aus, komme ins Kosmetikstudio und sage, ich will frisch aussehen. Was für eine Technik, Behandlungstechnik kommt denn ja jetzt für mich in Frage? Dann würde ich sofort auf Sauerstoff gehen. Dann würde ich die Sauerstoffbehandlung anbieten, die Haut die Durchblutung anregt, die Zellteilung anregt. Die Zelle regeneriert sich dadurch durch Sauerstoff und genau, danach sieht man auf jeden Fall viel, 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 viel frischer aus. Das heißt, ich brauche keinen Urlaub mehr, keinen Schlaf, ich brauche einfach eine Sauerstoffbehandlung. Zum Beispiel, genau. Kombination mit Nano-Needling und dann ist man richtig fresh. Needling, wie du gerade sagst, ist ja eine der großen Trendbehandlungen. Man liest ja auch sehr viel drüber. Es hört sich sehr schmerzhaft. Ja, also es ist auf keinen Fall schmerzhaft. Das Nano-Needling ist eher eine reflexogene Wirkung hat es, also die Haut wird halt, die Reflexe werden angesprochen, die Haut wird durchblutet, die Zellteilung wird dadurch angeregt und
Ja, schon sehr gut regeneriert. Das zum Nanoneedling, also es ist eigentlich sehr angenehm. Und das Microneedling, da kommt es immer ganz darauf an, wie intensiv es halt letztendlich durchgeführt wird. Das sind ganz viele kleine Nadeln, Nädelchen. Und je nachdem, wie man es halt letztendlich einstellt, ja, ob es angenehm oder ein bisschen unangenehmer wird. Also kommt es darauf an, wie stark man behandeln muss. Genau. Das heißt, wenn ich regelmäßig gehe, wird es immer schwächer mit der Zeit, weil ich immer besser Man, aussehe. genau, man gewöhnt sich dran. Wenn man so in der Beauty-Branche arbeitet, hat man natürlich ein bisschen andere Ansprüche. Ich sage, man unterliegt dem ja tagtäglich und den Möglichkeiten. Was machst du eigentlich alles mit Beauty-Ritualen, dass du dich schön fühlst? Puh, eine Menge. Dass ich mich schön fühle. Also zu meiner Pflege kann ich einiges sagen. Ich nehme natürlich Reinigungsprodukte, ich peele meine Haut, ich nehme Ampullen, ich nehme Serien, ich nehme Masken, Tages- und Nachtpflege und natürlich halt auch ein Make-up. Ne? Zwischenzeitlich halt auch die apparative Kosmetik, die ich durchführen lasse. Ja. Maniküre, Pediküre, Neben diesen Körperpflege. Schönheitsritualen, sage ich mal, was ist für dich noch wichtig, um ein schönes Leben zu führen? Innere Zufriedenheit, ein gesundes Umfeld, eine gesunde Einstellung zum Leben, ein schönes Zuhause, nette Menschen um mich rum, gute Ernährung, gutes Essen, Sport. Und wie sieht für dich der schöne Mensch aus? Der schöne Mensch strahlt von innen heraus. Der schöne Mensch hat eine gesunde Haut, der schöne Mensch ist zufrieden mit sich, seiner Umwelt und seinem Leben. Du hast vorhin gerade gesagt, ein schöner Mensch strahlt. In deinen Augen kann man auch strahlen ohne Make-up. Absolut. Würdest du denn als Frau ohne Make-up auf die Straße gehen? Ungern. Was bedeutet Ungern. denn Schminke für dich? Schminken, hu. Ein dezentes Make-up zu tragen, gehört einfach dazu, um die Schönheit zu betonen, würde ich sagen. Also man muss jetzt ja nicht so stark geschminkt sein, sondern so ein bisschen eine getönte Tagescreme vielleicht oder ein bisschen Puder, die Augenbrauen nachziehen, die Wimpern tuschen, einen leichten Lipgloss und dann betont man halt die Schönheit. Früher hat man immer gesagt, ein Mann mit Falten ist ein interessanter Mann, aber bei Frauen schaut man immer, dass sie faltenfrei sind. Würdest du das unterstreichen oder sollte der Mann jetzt auch faltenfrei sein? Es kommt immer auf die Faltentiefe drauf an, ob sie gepflegt sind oder nicht. Nein. Ich denke, auch ein Mensch mit Falten ist sehr attraktiv. Und man sieht ja, ob der Mensch glückliche Falten hat oder weniger glückliche Falten hat. Also ich denke schon, dass ein Mensch auch Falten haben kann und trotzdem sehr, sehr schön und sehr interessant wirken kann. Also wenn ich jetzt zu dir das erste Mal in die Kosmetikbehandlung komme, muss ich keine Angst haben, dass du mich aufmerksam machst auf sämtliche Falten, Alterserscheinungen in meinem Gesicht, sondern Nein. du ermittelst eigentlich, was will der Mensch und ist er glücklich, zufrieden und ihm Genau. verhelfen, dass er sich in seiner Haut wohlfühlt, simpel Genau so ist gesagt. es, ja. Gut. Anna-Helena, es ist natürlich sehr schwierig bei dir, die so viele Produkte verwendet. Was für ein Kosmetikprodukt übergibt man einem Mensch, der schon alles an Kosmetik hat? Dafür habe ich gedacht, bekommst du von uns ein Ach, wie Faszien-Face-Massage-Roller. schön. Ich erkläre das auch kurz für unser Okay. Publikum. Das ist ein Gesichtsroller, den man übers Gesicht rollert, sage ich mal, auf und ab, rechts und links. Somit werden die Faszien, die Muskelfasern des Gesichts gestrafft, denn cremen können wir so viel, wie wir wollen, aber der Muskel wird deshalb nicht straffer. Das ist ein kleines Fitnessstudio fürs Oh, Gesicht. super. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Ich freue mich. In dem Super. Sinn sage ich vielen Dank, hat Ja, mich ich danke. gefreut. Ich hoffe, dass es auch für dich angenehm war, mal so ein Interview zu führen. Absolut. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Wir sind auch wieder am Ende von unserem Interview, heute über innere und äußere Schönheit und die Möglichkeiten, die man heute in einem modernen Kosmetikinstitut hat. Wie Sie gehört haben, brauchen Sie keine Angst haben, zu Stairway to Beauty zu gehen. Es wird Ihnen nicht klar gemacht, dass Sie faltenfrei sein müssen. Es wird Ihnen nur verholfen, Ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sich schön zu fühlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.